Mecklenburg hat viele wunderschöne Städte. Viele aus dem 13. Jahrhundert. Und da ist eine besondere Stadt. Eine alte Stadt, eine schöne, eine farbenprächtige Stadt. Mit gesundem Grün überall. Mit ihren Bürger- und Fachwerkhäusern. Gotik, Renaissance, Klassizismus, Jugendstil im bunten Häuserensemble. Ein beliebtes Fotomotiv, das Rathaus am Markt, mit einer schönen klassizistischen Fassade aus dem Jahr 1798. Am Pferdemarkt der historische Borwin-Brunnen mit Borwin II. 60 Meter hoch reckt sich die Pfarrkirche St. Marien. Kultur und Kunst aus Vergangenheit und Gegenwart machen die Stadt reich. Das Renaissance-Schloss, der majestätische Dom, Ernst Barlach. Eine reizvolle Landschaft, rundherum Wälder, Seen, Wiesen, Höhenzüge. Die geheimnisvolle, unberührte Natur des Nebeltales. Nimmt es Wunder, dass diese alte Kulturstadt am Rand der mecklenburgischen Schweiz häufig als Herz oder Perle Mecklenburgs bezeichnet wird? Künstler gaben ihr den sprachlichen Glanz als Paradies des Nordens. Die wohl bedeutendste Persönlichkeit der historischen Stadt, Ernst Barlach, er sprach symbolisch von der anmutigen Toskana des Nordens. Viele Zehntausende Besucher sagen jährlich guten Tag. Ja, eine der ältesten Städte Mecklenburgs ist Güstrow. Im nordöstlichen Teil Deutschlands, kulturreich, geschichtsträchtig, reizvoll, erlebnisreich. Vom Markt aus verlaufen in alle Himmelsrichtungen die Straßen. Oft beginnen die Touristen, die Reisegruppen, von hier aus ihre Erkundungen und Entdeckungen durch die Domstraße gehend, mit einem Besuch des ehrwürdigen Doms, dem ältesten Gebäude der Stadt. Fürst Heinrich Borwin II. Gab 1226 den Anstoß für diesen und damals wohl auch strategisch wichtigen Bau. An diesem Ort, der Güstrow genannt wird, habe ich eine Kollegiatkirche gestiftet. So Borwin im verloren gegangenen Stiftungsbrief 1226, kurz vor seinem Tode. Verbrieft ist aber auch, dass das slawische Güstrow an der Nebel weit älter ist und auch, an wichtigen Handelsstraßen gelegen, schon zuvor ein bedeutsamer Handelsflecken war. Die Domstiftung jedoch war der entscheidende Schritt für die Stadtentwicklung. Über der dreischiffigen Basilika reckt sich das 44 Meter hohe Turmmassiv empor und keck erhebt sich das 1994 restaurierte barocke Vierungstürmchen in der Mitte des kreuzförmig angelegten Domes. Uwe Jonsson, ein bedeutender Güstrower Literat, spricht vom imposanten Dom, der da breit und zuverlässig in seinem großen, ausgetrockneten Rot lagert. Die reiche Ausstattung des Domes ist gleichwohl ein treffliches Spiegelbild von über 600 Jahren bildender Kunst in Mecklenburg. Ein wunderschöner Flügelaltar mit zentraler Kreuzigungsgruppe aus der Werkstatt Hinrik Bornemanns um 1500. Die Güstrower Domapostel aus der Werkstatt des Lübecker Meisters Klaus Berg um 1530. Die aufwendigen Renaissance-Bildwerke der drei Wandgräber von Borwin II. Und das der Herzogin Dorothea, beide nach 1575 von Brandin, sowie das von Herzog Ulrich mit Gemahlin nach 1584 von Berninger. Das weltbekannte Güstrower Ehrenmal der Schwebende von Ernst Barlach, 1927 entstanden, wurde 1937 aus dem Dom entfernt. 1941 sogar eingeschmolzen und hat schließlich als Nachguss des Kölner Zweitgusses hier 1953 wieder seinen nun sicheren und ruhevollen Platz gefunden.
Am Domplatz die ehemalige Domschule. Das John-Brinkmann-Gymnasium, die Loge. Das Güstrower Schloss ist eines der bedeutendsten Renaissance-Bauten Norddeutschlands überhaupt. Einst Sitz mecklenburgischer Herzöge, die Güstrow in den Stand einer Residenzstadt erhoben. Unter ihnen Herzog Ulrich III. Und Albrecht von Wallenstein, Herzog von Friedland, Sagan und Mecklenburg. Der Güstrower Hof wurde zeitweilig zu einem Zentrum europäischer Politik. Bedeutende Baumeister wie Franz Parr, Philipp Brandin und Klaus Mido schufen in mehreren Etappen von 1558 bis 1599 auf den Fundamenten einer ehemaligen Fürstenburg dieses schöne architektonische Meisterwerk. Die letztlich so entstandene Vierflügelanlage vereint einzigartig Elemente der französischen, deutschen und niederländischen Architektur im Schlossbau. Die heute noch stehende Dreiflügelanlage besteht aus den südlichen und westlichen Flügeln von Parr mit einer reichen plastischen Fassadengliederung, Erker, Gesimse und Giebel. Der nördliche Flügel von Philipp Brandin ist schlichter und strenger gehalten. Besonders künstlerisch reich ausgestaltet ist vor allem der Festsaal mit dem herrlichen Rotwildfries. Weiter sehr schöne Kassettendecken, Stuck- und Keramikarbeiten sowie Wandmalereien. Durch das 1671 im niederländischen Barockstil erbaute Torhaus betreten jährlich unzählige Besucher diese Schlossanlage. Begeistern sich an der Schlossansicht, genießen den Anblick des seit 1978 rekonstruierten Renaissancegartens, um dann durch den markanten Torrisalit, einem wunderschön bemalten Torbogendurchgang, in den Schlosshof zu gelangen. Zwischen Dom und Schloss liegt der Franz-Parr-Platz, dem ersten Hofbaumeister des Schlossneubaus gewidmet. Interessante historische Gebäude und Denkmäler machen hier auf sich aufmerksam. Das Stadtmuseum, ein spätbarockes Bürgerhaus von 1765. Wertvolle Sammlungen zur Stadtgeschichte und von Kunstgegenständen befinden sich hier. Ein Zimmer ist Georg Friedrich Kersting, 1785 bis 1847 gewidmet, dem zwischen Romantik und Biedermeier stehenden Maler, geboren im schönen Fachwerkhaus in der Holzstraße 6. Ausführlich würdigt das Museum John Brinkmann, 1814 bis 1870, die letzten 21 Lebensjahre verbrachte der Niederdeutsche als Lehrer in Güstrow. Mit seiner von realistischen Zügen getragenen Märchennovelle Höger Upp setzte er mit nachhaltigem Humor der Stadt ein Denkmal. Die Stadt revanchierte sich mit dem Denkmal Voss und Zwienägel, zu finden in einer kleinen grünen Oase am sogenannten Güstrower Alex. Güstrow beherbergt das älteste staatliche Theater in Mecklenburg, das Ernst-Barlach-Theater, ein klassizistischer Putzbau. Eine weitere Adresse für Kunsterlebnisse ist die alte Wollhalle. Der beeindruckende Backstein-Fachwerkbau präsentiert sich im unteren Teil als weit über die Grenzen Güstrows bekannte Ausstellungshalle. Einheimische Kunstschaffende sowie Künstler von weit her brillieren hier mit ihren Werken, ihrem Können. Vor der alten Gerichtskanzlei das Denkmal für die Freiheitskämpfer der Jahre 1813 bis 1815. Güstrow war in Mecklenburg 1813 ein Zentrum dieser Bewegung. Über 1000 Freiheitskämpfer zogen von hier gegen die napoleonische Fremdherrschaft. Da ist Ernst Barlach. Barlach, der Bildhauer, der Literat, der Humanist, einer der größten deutschen Künstlerpersönlichkeiten in diesem zu Ende gehenden Jahrhundert. Besucher aus aller Welt, viele aus Übersee, kommen, um Barlachs Kunst hier in seiner schönen Wahlheimat Güstrow zu begegnen. In der Idylle Güstrows und seiner Umgebung fühlte sich Barlach wohl und angeregt, fühlte sich eng mit dem plattdeutschen Menschenschlag und den ländlichen Volksgestalten verbunden.
Überall begegnet man dem Namen Barlach. Das Theater trägt seinen Namen, das Barlach-Gymnasium, die Barlach-Stuben, der Barlach-Weg. Die Ernst-Barlach-Stiftung Güstrow als Stätte der Pflege des Nachlasses und der Forschung zu Ernst Barlach präsentiert vor allem die Gertrudenkapelle nahe dem Stadtzentrum und das Atelierhaus. Ernst Barlach war von 1910 bis zu seinem Tode 1938 in Güstrow ansässig. Zunächst in der Schützenstraße und ab 1931 in seinem neuen Atelierhaus hier zwischen Insel, See und Heidberg. Ein vom Güstrower Adolf Kegebein errichteter Backsteinbau. In den künstlerischen Arbeitsräumen Barlachs erleben heute die Besucher die Atmosphäre des Künstlers, begegnen sie seinen meisterlichen Plastiken. Nachdenklich vertieft sich der Besucher in das Schaffen dieses großen Künstlers und Humanisten. Am Gertrudenplatz, westlich des Stadtzentrums, auf dem Areal des alten Friedhofs die Gertrudenkapelle. Im Eingangsbereich alte klassizistische Gruftkapellen. Eine ehrfurchtsvolle, nachdenkliche Stille. Vom Wissen geprägte Bäume. Die Gertrudenkapelle selbst, ein spätgotischer Backsteinbau, 1430 erstmalig urkundlich erwähnt und neben Dom- und Heiligengeistkapelle eines der ältesten Bauten Güstrows. Ein idealer Ort für Barlachs Erbe. Im Freigelände unter anderem die 1921 entstandene Mutter Erde. Barlach liebte dieses stille Plätzchen über alles, vermittelte Marga Böhmer, seine spätere Lebensgefährtin. Innerhalb der Gertrudenkapelle Kostbarkeiten aus dem Erbe des Künstlers. Plastiken mit berühmten Namen. Wanderer im Wind. Der Flötenbläser, der lesende Klosterschüler. Hier zu verweilen, ein Kunsterlebnis besonderer Art. Ein Ort der Kunst, auch ein Rahmen für Tanzkunst. In der Choreografie für uns Kinder verarbeitet die Deutsche Tanzkompanie Figuren Barlachs. Wahrlich. Barlach war und ist ein großer Güstrower und oft wird von der Ernst-Barlach-Stadt gesprochen. Für Barlach war die Schönheit ohne Beschönigung, die Größe ohne Gerecktheit, die Harmonie ohne Glätte wichtig, behauptete einst ein anderer Großer, Bertolt Brecht. Durchwandert der Tourist wachen Auges Güstrow, erlebt er eine urige, eine traumhafte Stadt. Übrigens, sie ist eine der Modellstädte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Und mehr als 600 Millionen Mark flossen in den vergangenen Jahren in die Sanierung, vor allem in die Altstadt. Und stören oft Ecken, Baustellen und Gerüste noch? So erstaunt es selbst der Alteingesessene, wenn dann die Gerüste fallen. Weiteres gilt es zu entdecken hier in Güstrow, im Herzen Mecklenburgs. In der Mühlenstraße 1 wurden 1712 Waffenstillstandsverhandlungen im Nordischen Krieg zwischen bedeutenden Persönlichkeiten geführt. Peter I., Zar aller Reußen, August der Starke, Polens König und Sachsens Kurfürst, sowie der schwedische Feldherr Graf Stenbock waren die Gäste. Auch sind sehr schöne alte und stilvolle Häuser, wie hier in der Mühlenstraße, am Markt oder weiteren Straßen für Besucher und Touristen zu bestaunen. Backsteingotik mit reichem Staffelgiebel. Häuser im Stil niederländischer Bürgerhausrenaissance des 17. Jahrhunderts.
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts etwa, Gebäude mit Fachwerkfassaden mit illusionistischer Architekturmalerei versehen. Stille Winkel, Gassen und Hinterhöfe beeindrucken. Güstrow ist eine grüne Stadt. Schon auf dem Markt kann der Besucher unter grünem Dach im Sommer entspannen. Rund um die Altstadt ein imponierender Grüngürtel mit schönen Parkanlagen entlang der Nebel oder dem Stadtgraben. Offenbar empfanden in der Zeit der Stadtentstehung die damaligen Wenden diese Naturschönheit ebenso. Denn der wendische Name Güstrowe ist am wahrscheinlichsten mit Grünort, Ort im Grünen, zu übersetzen. Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung, die Hageböker Mauer, der Armesünderturm, die Wallanlagen erinnern an Vergangenes. Verheerende Stadtbrände im 16. Jahrhundert und schlimme Epidemien im 17. Jahrhundert zeichneten einst schwer die Stadt. Altes, mittelalterliches und neuzeitliches vermischen sich zu einem schönen Ganzen und machen die Stadt so reizvoll. Allen Grund haben die Güstrower und ihre Gäste Feste zu feiern. Und vieles ist auch mit Traditionen verbunden. Da ist das Stadtfest. Der Wollmarkt, er erinnert an das ehemalige Tuchmachergewerbe der Stadt, an Geschichte und mehr. Mehrfach im Jahr sorgen die Altstadtmärkte für Abwechslung. Das große Inselseefest, ein beliebtes Freizeitvergnügen für die Güstrower, die Urlauber. Die ganze Region findet sich hier ein. Spiel, Sport, Kultur, Spaß in Mengen und natürlich für Leib und Wohl gesorgt. 50.000 waren es beim letzten Mal. Alle Jahre wieder, am 1. Augustwochenende, ein Top-Termin. Da gibt es auch ein Güstrower Zirkusfest. Alle zwei Jahre in Erinnerung und Würdigung des Schaffens der hier beheimateten ältesten norddeutschen Zirkusfamilie, die Malmströms. Und gern wird auch das kleine Familienzirkusmuseum zu den Wiesen besucht. Ein besonderes Fest, der Family Day, veranstaltet von Sky. Alljährlich eine peppige Mischung aus Unterhaltung und Leistungsschau Mecklenburger Produkte. Eine interessante Verbindung zum Tourismus. Stars. Natürlich ist da das Tierparkfest im herrlichen Güstrower Natur- und Umweltpark. Immer am 1. Juli-Wochenende. Tiere zum Anfassen, Natur, Umwelt und Kultur sind die Trümpfe. Besonders für die Kinder. Die Güstrower Museumstage im Mai gehören ebenso wie im Juli das Schlossfest Sommerfest auf Schloss Güstrow, die Orgeltage ebenfalls im Juli und der Weihnachtsmarkt im Dezember zu den beliebten Veranstaltungen. Vor den Toren Güstrows eine anmutige, reizvolle und anregende Landschaft. Ostwärts der Heidberg, ein Oser, ein Höhenrücken, entstanden in der mächtigen eiszeitlichen Erdverschiebung. Vor den Füßen des Höhenzuges der Inselsee mit schönen Bademöglichkeiten. Die redgedeckten Bootshäuser bieten eine anmutige Kulisse am Ufer.
Auf der östlichen Seite des Heidberges das wildromantische Tal der Nebel, in weiten Abschnitten noch der natürliche Flussverlauf. Flussaufwärts Richtung Krakow bei Kuchelmiss durchbricht der Fluss die Endmoräne, als Nebeldurchbruchtal sehr bekannt, herrliche Natur zu jeder Jahreszeit. Das gesamte Landschaftsgebiet ist weitgehend durch interessante Rad-, Wander- und Lehrwege erschlossen. Der Natur- und Umweltpark Güstrow, nördlich am Heidberg, ein riesiger Waldpark. Hier leben einheimische Tiere, auch Wölfe, fast unter natürlichen Lebensbedingungen. 100.000 Besucher erholen sich jährlich in diesem einmaligen Park. Da sind Landschaften um Krakow am See, zwischen Lohmen und Uppal, südlich Güstrows. Mit stattlichen und erholsamen Wäldern, in hügeliger Landschaft mit traumhaften Seen. Eine intakte Natur, schön, anmutig, erlebnisreich, stets einladend. Pferdeliebhaber finden in Ganschow, eines der bedeutendsten Gestüte des Landes. Es sind Mecklenburger Warmblutpferde, reinster Trakehner-Abstammung mit hannoveranischem Einschlag. Reiturlaub und Kremserfahrten gehören hier zu den touristischen Attraktionen, wie auch auf anderen Reiterhöfen. Ganz andere Ziele in Mühlengeetz an der B104. Hier finden bedeutende Messen und Veranstaltungen statt. Wie zum Beispiel Mecklenburgs größte Landwirtschaftsausstellung, die Mela. Das weitere Umland Güstrows hat viel Interessantes zu bieten. Westwärts Güstrow, das Dörfchen Parum am gleichnamigen See. Eine interessante dreijochige Backsteinkirche, etwa um 1300, und beachtliche Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert hier zu sehen. In Berlin, südlich der Stadt, eine spätromantische Dorfkirche aus Feldsteinen. Innen ein sehr gut erhaltener Schnitzaltar aus dem 15. Jahrhundert. Fietgeest, östlich Güstrows, eine schöne weiträumige Gutsanlage, das Schlossgutshaus in spätbarocken Formen, heute ein Hotel. Von großer Bedeutung für Güstrow ist die Mecklenburgische Schweiz. Für die Güstrower ein Naherholungsgebiet, für die Besucher der Stadt ein weiteres touristisches Highlight. Güstrows Landschaften, die Mecklenburgische Schweiz, sind Landschaften der Inspiration vieler Künstler. Fritz Reuter, John Brinkmann, Kersting, Barlach. Ein geschichtsträchtiger und kulturvoller Landstrich. Interessante, fleißige, gastfreundliche Menschen. Apropos Gastlichkeit. Gastlichkeit war bereits je ein wichtiges Anliegen der Güstrower, der Mecklenburger überhaupt. Güstrow als fünftgrößte Stadt Mecklenburgs gehörte immer schon zu den geselligsten Orten des Landes. Das sind verbriefte Meinungen vieler, unter ihnen Fritz Reuter, Heinrich von Thünen oder Wilhelm Raabe. Gastlichkeit, Geselligkeit, freundliches Ambiente sind Eigenschaften, die sich auszahlen. Gerade heute, wo die Kulturstadt Güstrow auch immer mehr eine Touristenstadt ist. Dies liegt den Güstrowern, den Stadtvätern, den Tourismusverantwortlichen recht am Herzen. Gerade auch die Hotels, Restaurants, Cafés in und um Güstrow haben da viele Ideen. Auf dem Markt laden schöne Freikafés ein, die Gastronomen lassen sich Besonderes einfallen. Da gibt es das Fest Güstrow kocht auf. Eine Veranstaltung, die unbedingt einen sicheren Platz im Reigen der traditionellen Jahresfeste der Stadt besitzt.
Hier werden lokullische Genüsse feilgeboten, mecklenburgisch wie das berühmte Gericht Himmel und Erde oder international wie spanische Reispfanne. Halt für jeden etwas, für jeden das Richtige. Urige Kneipen, gemütliche Gaststätten, Pubs, Weinverkostungen laden ein, bieten den Rahmen für gemütliche Stunden. Interessante kulturelle Veranstaltungen, die Angebote des Ernst-Barlach-Theaters, vertraute Ateliers, vielfältige touristische Informationen gehören ebenso zur freundlichen Gastlichkeit in Güstrow wie einladende Geschäfte, Hotels, Pensionen und Privatvermietungen. Zurück zum Güstrower Markt. Die Pfarrkirche, etwa aus dem Jahr 1280, seit 1662 oder früher Patronatskirche der Stadt, bildet mit dem Rathaus Rücken an Rücken das Zentrum Güstrows. In der ehrwürdigen Stille der Kirche sind so manche Kostbarkeiten zu entdecken. Die Güstrower griffen nach 1503, nach einem der schrecklichen Brände in der Stadt, tief in die Tasche, um die Ausgestaltung der Kirche schöner denn je zu vollziehen. Unter anderem der Brüsseler Meister Jan Bormann schuf einen wundervollen Altar, einen der schönsten in den norddeutschen Kirchen. Auf der Rückseite Tafelbilder des Raphael-Schülers Bernard von Orlay. Auch Barlach ist hier präsent. Das 1933 geschaffene Grabmal Pauli fand als Terrakotta-Relief Engel der Hoffnung hier einen ehrwürdigen Platz. Nachdem man 192 Stufen gemeistert hat, belohnt der einmalige Rundblick vom 60 Meter hohen Turm der Kirche auf die Dächer der Altstadt und die mittelalterliche Stadtanlage. Die Wälder, Wiesen und Seen, die Hügel am Horizont vermitteln auch von hier den Anmut der reizvollen Landschaft. Der Blick schweift in alle Himmelsrichtungen. Schnell ist man von Güstrow aus an der Ostsee, in Rostock, Berlin, Schwerin oder an den großen Seen Mecklenburgs. Die verkehrsgünstige Lage Güstrows wirkt sich auch auf die Wirtschaft der Region aus. Güstrow und das Umland bieten vielen erfolgreichen Unternehmen einen attraktiven Standort. Viele Mecklenburger Produkte aus dem Raum Güstrow haben internationalen Ruf. Güstrow, die Stadt im Zentrum Mecklenburgs. Eine Kultur- und Kunststadt. Europaweit und durch Ernst Barlach weltweit bekannt. Eine liebevolle und schöne Stadt. Eben ein Paradies des Nordens. Eine historische Stadt mit fast 800-jähriger Baukunst. Eine gegenwärtige Modellstadt. Die Kultur des Vergangenen mischt sich mit der von heute. Eine glückliche Einheit. Güstrow, im Herzen Mecklenburgs, lädt zum Besuch und zum Verweilen ein.